Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe schon wieder Post bekommen. Ich habe den Eindruck, es geht auf Weihnachten zu. Mein taktisches Kind reicht mir jetzt mein Messer. Danke, taktisches Kind. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß ein paar Kleinigkeiten. Und es soll auch was für die Kinder dabei sein. Vielen Dank dafür. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich jetzt so... das hier hinbekomme, in diesem etwas ungeschickten Winkel. Wie ich so oft sage, das freut mich sehr, diese Anerkennung für meine Arbeit mit dem Blog und dem Kanal. Vielen, vielen Dank. Oh, das sieht aber schön verpackt aus. So, was haben wir da? Da steht was drauf. Da steht Überraschungsgeschenk drauf. Zuletzt auspacken. Jawohl. Jawohl, okay. Dem werde ich folgen. Was haben wir denn da? Haben wir da was für die Kinder? So cool. Ich danke dir für die Tactical Kids. Teddybären und Schlüsselanhänger. Der Rettungsteddy. Tactical Family. Ich kann es nicht lesen. Werde ich noch rausfinden. Alter Schwede. Transportverpackung für die Tactical Mom. Ah, ich habe schon eine Vermutung, da ist was anderes drin. Etwas anderes drin, als draufsteht. Oh, 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 da ist ja noch mehr. Noch mehr. So. Der Rettungsteddy mit Anleitung. Kleiner Trick, große Wirkung. Vielen Dank, vielen Dank. Mit selber gemachten Schlüsselanhängern für die taktischen Kinder. Hier taktisches Kind. Ich sage vielen Dank von beiden taktischen Kindern. Da steht zuletzt aufmachen, dann machen wir das zuletzt auf. Da sind Sachen für mich, da... Ich mache das mal auf, auch wenn es nicht für mich ist. Noch ein Schlüsselanhänger für die taktische Mutter. Von der Rhone, ein Rotwein. Vielen Dank von der taktischen Mutter. Vielen, vielen Dank. Das wird ihr gleich übergeben. Ein Stukenbrock-Katalog von 1931. Voll cool. Ich habe schon ein paar Stukenbrock-Kataloge, aber nicht diesen. Und die ergänzen sich hervorragend. Ein Schlüsselanhänger für mich. Vielen Dank. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich kann jetzt hier den Kamerawinkel etwas ändern. Ohohohoho, was sehe ich da? Etwas, was mir schon lange, lange gefehlt hat. Eine Uranglaskugel, ideal, um die Geigerzähler zu testen auf legalem Weg. Flintenvisiere mit Lichtsammler. Die kann man vorne auf die Visierschiene kleben. Total cool. Zuletzt auspacken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Teil 2. Geschenk Teil 1. Diesen Umschlag öffnen. Du machst aber spannend. Ich muss nur aufpassen, dass ich da nichts kaputt mache. Jetzt bin ich gespannt. Das 6 cm Messer in Apfel auf Stern.
Als einer von zwei Ordensträgern. Den Apfelstern verleihst du mir. Ich danke dir. Für die, die es nicht mitbekommen haben, das da hinten ist meine Spionageente Albert, die bei den Schützen und Jagdverbänden einiges bewegt hat. Und Albert hat einen Orden um, weil Albert hat nämlich auch schon Orden verliehen bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Das ist so cool. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist die schönste Erinnerung, die ich jetzt habe an Nancys Apfel-Challenge. Wahnsinn. Schaut euch die Liste an der YouTube-Kanäle, die bei meiner Apfel-Challenge mitgemacht haben. Wir haben zusammen erfolgreich das geplante Verbot, 6 cm Messer mit aus dem Haus zu nehmen, abgewendet. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich riesig. Ich gehe die restlichen Geschenke jetzt in der Familie verteilen und euch wünsche ich wie immer nur das Beste. Vielen Dank. Ich freue mich richtig darüber. Tschüss, macht's gut.